Arasaki, ich möchte in einem anderen Teil der Welt nach Schätzen suchen. Kabuto? Bist du schon wieder so mundfaul? Wenn du etwas möchtest, dann sag es doch. Es ist zum Aus den Panzer fahren. Also dann erkläre ich das mal. Chikital hat sich meinen Rat zu Herzen genommen, um ein Band der Freundschaft zu einem Piraten aus Yangtze zu knüpfen. Das hat sich ausgezahlt, denn er hat ihm tatsächlich ein interessantes Geheimnis entlockt. Und zwar hat dieser Pirat während eines Landgangs in Namai mit domanischen Bauern gezecht und dabei ein Gerücht über einen Schatz aufgeschnappt. Ein Schatz, der sich bald in unsere Schatzkammer finden wird. Also auf nach Namai. Das war's, was Kabuto dir sagen wollte. Bei denen bekommt man ja den Rochen. Wozu hat man diesen Flug Chocobo bekommen, wenn doch dieser Chocobo auch fliegen kann? Ernsthaft? Namai ist ganz woanders. Man muss hier wirklich... Also... Das ist neu, dass man nicht nur in dem Gebiet ist, sondern auch in andere Gebiete. Ja, das machen wir dann nach. Du bist da. Wir haben gerade diesen Bauern nach dem Schatz gefragt. Zugegeben, ich weiß, wovon ihr sprecht. Und wie Diebe seht ihr mir nicht aus. Also, so langsam würde ich gerne mal hören, was das für ein Schatz eigentlich sein soll. Ein kunstvoll gefertigtes Werkzeug, ein über Jahrzehnte gepflegtes Möbelstück. Ah, entschuldigt, ich habe mich immer noch nicht daran gewöhnt, dass diese Marionette tatsächlich spricht. Wirklich eine höchst seltene und kostbare Puppe habt ihr da. Ich bin schon was Besonderes, da gebe ich dir recht, aber mit mir alleine lässt sich keine Schatzkammer füllen, um die Kami-Gebühren zu ehren oder gar Susano zu besänftigen. Wir brauchen Schätze und zwar jede Menge, deswegen sind wir hier. Ich weiß nicht, was eine Schatzkammer ist oder wozu diese gut sein soll. Wir haben Reiskammern, die sind gefüllt mit Reis, aber eine mit Schätzen gefüllte Kammer kannst du ja wohl nicht meinen. So etwas gibt es doch gar nicht. Aber was dieses Gerücht angeht, ich habe von einem eigenartigen Namasu gehört. Scheuer Geselle, und von dem sagt man, dass er einen Schatz hat. Und worauf gründet sich dieses Gerücht, wenn ich das fragen darf? Hat denn jemals jemand diesen Schatz gesehen? Den Schatz selbst nicht, aber wer gut aufpasst, der sieht den Namazu verstohlen am Unterlauf des einzig schleichen. So als ob er etwas ungeheuer Wertvolles mit sich rumträgt. Ich habe ihn selbst einmal gesehen, doch kaum hatte ich einen Blick auf ihn geworfen, war er auch schon wieder weg. Also verschwunden. Auch andere erzählen sich von dem eigenartigen Namazu am einzig. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Wenn ihr wissen wollt, was der Kerl da so Geheimnisvolles treibt, müsst ihr ihn schon selber fragen. Wenn ihr ihn findet, wenn ihr finden könnt. Viel Glück! Um eigenartige
Ein eigenartiger Namazu, der verstohlen am Einzig herumschleicht? Ich frage mich, wie wir ihm seinen Schatz abquatschen wollen. Man muss ja nicht immer gleich zuschlagen. Bestechung also, ein ausgezeichneter Plan. Zuerst müssen wir den eigenartigen Namazu fangen. Nein, zuerst brauchen wir Informationen, um unsere Pläne in die Tat umsetzen zu können. Und die Verhandlung, Kabuto, die übernehme ich. Du hast es nicht so mit Worten. Ich werde den Schatz nach Tamamizu bringen. Mit oder ohne eure Hilfe. Ich bin ein mächtiger Krieger. Ja, ja, hab dich nicht so. Wir wollen ja nur das Beste für Tamamizu. Gut, suchen wir einen geeigneten Beobachtungsposten und finden wir den scheuen Gesellen. Aber zuerst beobachten wir ihn. Verstanden? Los! Finde und beobachte den einzigartigen Namazu. Visiere ihn mit der R2-Taste oder X-Taste an, wenn er nah genug ist. Komm da. Jawohl. Schon interessant gemacht. Hast ihn gefunden. Gut gemacht, Murasaki. Aber wohin läuft denn jetzt? Von hier aus ist er nicht mehr zu sehen. Schnell weiter, wir dürfen ihn nicht verlieren. Okay, Chocobo. Da ist noch einer. Nochmal suchen. Okay.
Da, der gräbt doch ein Loch. Das ist der Grund, warum er so am Ufer entlang geschlichen ist. Er hat die Stelle gesucht, an der er seinen Schatz vergraben hatte. Und jetzt gräbt er ihn wieder aus. Lasst ihn nicht aus den Augen. Da, der große Krug. Darin muss der Schatz sein. Jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, wie wir mit den Kleinen verhandeln. Aber das wird nicht, schon nicht so schwer sein. Der Schatz ist so gut wie unser. Wir nimmt uns keiner mehr weg. Rotpanzer? Sie haben auch von dem Schatz erfahren und kommen uns zuvor. Die Krieger werden den Witzling zermalmen, runter zum Ufer. Wir müssen ihm helfen. Ich werde mich sicherheitshalber in deiner Tasche verstecken, Kabuto. Der hat eine Tasche? Kein Schritt weiter! Passt auf, mit dem ist bestimmt nicht zu spaßen. Was wollt ihr denn von mir? Lasst mich jetzt reden. Keine Angst, wir helfen dir. Also, der mutige Blaupanzer und die Abenteurerin, hier helfen dir, wollte ich sagen. Diese farbenblinden Blauen mit ihren weichen Panzern, jetzt holen sie sich sogar noch schon Verstärkung bei den Panzerlosen. Sollen sie doch. Das Geschenk, das Namazu, nehmen sie uns nicht mehr ab. Geschenk? Ihr habt mich überfallen, Lügner, Räuber! Helft mir doch! Lasst die Fieslinge nicht davonkommen! Der Reichpanzer hat keine Chance. Wir werden den Schatz in unsere Schatzkammer bringen. Die Schatzkammer der Rotpanzer, den Kami zu ehren. Gebt sofort den Krug zurück, oder... Glaubst du, ich habe Angst vor dir? Angst vor einem Weichpanzer, der mal mit hoher Stimme spricht und mal nicht? Du bist ja noch erbärmlicher als der Rest von deiner Suppe. Reg dich ab und leg dein Schwert nieder. Wir sind die wahren Hüter der Schätze. Die Schatzkammer der Coachin ist auf Seki und nicht in eurer lächerlichen Luftblase auf dem Meeresboden. Dir werde ich Respekt beibringen. Was glaubst du? Dir. Du stehst vor dem großen Hirumaki, Wellengeneral der Rotpanzer. Ich, Shogi, werde dir Respekt beibringen. Mach dich bereit, in den ewigen Strudel zu treten. Lass Shogi. Der Reichling ist die Mühe nicht wert. Die Zunge eines Blauen kann ich nicht beleidigen. Und du, Wellengeneral, machst dir mal nicht so eine Welle. Sonst sind die Bande der Freundschaft nicht das Einzige, was hier gleich gekappt wird. Was wagst du es, Weichling? Und unterlasse es, in dieser albernen hohen Stimme mit mir zu sprechen. Wenn ihr den Schatz des dunklen Namazu betrachten wollt, gibt es nur einen Weg, ihr winselt um Gnade. Bis wir uns erbarmen, euch als Sandwühler in den Schlamm der Rotpanzer aufzunehmen und gestatten, die Schatzkammer von Unrat der Moddermuscheln zu reinigen. Bis dahin aber heißt es, auf Wiedersehen. Flieht nur, ihr Feiglinge, ihr seid eine Schande für alle Koschen. Spotzblitz, die Puppe spricht. Ja, sie spricht. Und weil unser Freund Kabuto nicht der geschickteste mit Worten ist, habe ich es mir erlaubt, die Verhandlungen mit den Rotpanzern zu führen. Es ist nicht ganz so gelaufen, wie ich es mir gehofft hatte. Aber dieser Wellengeneral hat mich mit seiner überheblichen Art fast zum Kochen gebracht. Kabuto, nimm die Verfolgung auf. Murasaki und ich kommen gleich mit nach.
eine sprechende Puppe, sehr interessant. Mein Name ist Goki. Ich danke euch, dass ihr mir geholfen habt. Murasaki, geh schon mal vor und hole zu Kaputo auf. Ein General ist als Gegner nicht zu unterschätzen. Gyoke und ich werden dir in sicherer Entfernung folgen. Ganz weit hin. Seine Schergen waren keine Herausforderung für mein Schwert, doch Hiromaki ist mir entwischt. Da sind wir! Sag bloß, du hast den General entwischen lassen. Es tut mir leid, ich war nicht stark genug. Der Schatzkrug ist weg. Ach, der olle Krug ist doch egal! Ich bin eh nur mitgekommen, weil ich mich nochmal bei meinen Rettern bedanken wollte. Hast du das gehört, Ola Krug? Du wirst nicht glauben, was Goki mir unterwegs über den Rand voll mit kostbaren Schätzen gefüllten Krug erzählt hat. Der Krug ist leer. Und schlimmer noch, er bringt seinem Besitzer schreckliches Unglück. Der Krug wurde von einem berühmten Meister des Yin und Yang gebrannt und ist wohl Teil seiner Lehre. Es hat eine Weile gedauert, bis ich das herausgefunden hatte. In der Zwischenzeit hatte mir jedenfalls nichts als Durchfall beschert. Ich habe alles versucht, um den verfluchten Krug loszuwerden. Ich habe ihn im Einzig versenkt, in eine Schlucht in den Bergen geworfen. Aber er ist immer wieder zu mir zurückgekehrt. Du hast ihn doch ausgebuddelt. Deswegen bin ich auch so aufgeregt am Ufer entlang gelaufen. Der Fluch des Krugs hat mich geplagt. Ich wollte ihn ausgraben, um ein neues Antifluchmittel auszuprobieren. Aber der Spuk ist ja jetzt vorbei. Die Rotpanzer haben den Krug mitgenommen und sind die neuen Besitzer. Ein echter Glücksfall für mich. Der Krug eines Yin-Yang-Meisters ist ohne Zweifel ein Schatz, aber auf einen verfluchten Schatz können wir gerne verzichten. Dass die Rotpanzer den Krug in ihre Schatzkammer bringen wollen, ist wohl das Beste, was passieren kann. Entweder die Kami werden über ihn wachen und dafür sorgen, dass er kein Unheil mehr anrichten kann, oder die Roten dürfen sich in Zukunft mit dem Fluch herumschlagen. Geschieht ihnen nur recht. Juhu, trotz dem Durchfall bin ich los und den Fluchruch auch. Sag, kann ich etwas für euch tun? Ich erfülle euch jeden Wunsch. Murasaki, was wünschst du dir? Kabuto soll entscheiden. Oh, eine edle Wahl. Also, Kabuto, was willst du? Aber drück dich klar und deutlich aus, verstanden? Ein Band der Freundschaft. Ein Band der Freundschaft? Das trifft sich gut. Ich bin immer auf der Suche nach einem neuen Handelspartnern. Da fällt mir auf, Goki. Ich kann dem Reiz kaum widerstehen. Starr mich nicht so an, du bist doch nicht etwa verknallt in mich. Spot. So alt und doch so glänzend, ich kann den Reiz des Glöckchens nicht widerstehen, dass du um deinen fetten, warzigen Hals trägst.
Die Glocke? Mann, für einen Moment hast du mich aber ins Schwitzen gebracht. Aber ich muss sagen, du hast echt einen guten Blick für kostbare Gegenstände. Die Glocke ist mein ganzer Stolz. Wir Namazu bekommen unsere Glocke gleich nach der Geburt geschenkt und haben eine ganz besondere Verbindung mit zu ihr. Und deine glänzt so schön, weil du so ein freundlicher Kerl bist. Jetzt hör aber auf, du bringst mich ja in Verlegenheit. Also gut, ich schenke euch ein Namazu-Glöckchen als Erinnerung an dieses Abenteuer und als Zeichen unserer neu geknüpften Freundschaft. Meine kann ich euch nicht geben, aber ich habe noch eine, die noch keinem anderen Namazu gehört. Die werde ich euch schenken. Ein neuer Schatz für die Schatzkammer. Danke, Yoke. Ich werde sofort mein Warenlager nach dem Glöckchen durchstöbern. Sobald ich es gefunden habe, lasse ich es nach Tamazu bringen. Bis später. Dann haben wir also doch noch einen Schatz gefunden. Und das haben wir einem Band der Freundschaft zu verdanken. Und dir natürlich, Murasaki. Komm, kehren wir zurück. Yay! Ich dachte, ich müsste kämpfen, aber na gut. Kein Kampf ist auch gut. Sind also wieder hier. Ja, und unsere Schatzsuche war erfolgreich. Wir haben einen kostbaren Schatz für die neue Sammlung mit nach Hause gebracht, indem wir ein ebenso kostbares Band der Freundschaft geknüpft haben. Auch der stammesälteste Bunshin war beeindruckt. Ich denke, der Zirkel kann stolz auf sich sein. Und das alles haben wir Murasaki und Gyoke zu verdanken. Deiner Beobachtungsgabe haben wir es zu verdanken, dass wir den scheuen Namazu gefunden haben. Das stimmt. Aber Kabuto hat doch auch seinen Teil dazu getan. Oder findest du nicht, Murasaki? Na, wollen wir mal nicht so streng sein. Es stimmt, dass er den Wellengeneral hat entwischen lassen. Aber Kabutos heldenhaftes Bemühen hat doch dazu beigetragen, dass wir ein Band der Freundschaft zu Koki knüpfen konnten. Ihr seid zu gütig. Ich habe noch viel zu lernen. Dass du das einsiehst, ist doch schon ein gewaltiger Fortschritt. Wir Schatzsucher sind eine Mannschaft und am stärksten sind wir, wenn wir zusammenarbeiten. Ich bin gespannt, was wir noch alles finden. Otard hält noch viele geheimnisvolle Schätze verborgen. Schätze, die darauf warten, in der blauen Schatzkammer von Tamamisu zu landen. Wo kommen die ganzen Sachen jetzt her? Ein Band der Freundschaft zu Goki knüpft und einen würdigen Schatz für die Schatzkammer von Tamamisu beschafft. Das Verhältnis zu den Blaupanzern ist auch vertraut gestiegen. Tsukin wird den neuen Nebenaufträge der Wildstämme anbieten, die du täglich wiederholen kannst. Als Zeichen seines Vertrauens bietet dir Tsukin nur heute 3 zusätzliche Aufträge an. Um die zusätzlichen Aufträge zu erhalten, musst du zuerst alle Coaching-Aufträge annehmen, die vor der Verbesserung der Verbundenheit verfügbar waren. Bitte beachte, dass die Anzahl der Aufträge der Wildstämme, die du pro Tag spielen kannst, beschränkt ist. Außerdem kannst du bei Shikatsu
Shikita neue Waren für die Verbundenen als Rang vertraut erwerben. Heute blau, morgen blau 2. Nice.